Willkommen zurück, liebe Grit. Und naja, wie soll ich sagen, wir haben da ein paar Extraktoren aufgebaut. Wir haben ein paar, also Mama hat ganz, ganz viele Drohnen gebaut. 65 Stück haben wir jetzt. Die Okay, reicht nicht. wahrscheinlich nicht reichen. Ja, Moment. Aber wir machen nur Drohne 1, ne? Wir machen nur Drohne 1. Ja, Die sind zwar okay. langsamer, aber die kosten halt nicht so viel. Okay. Ich glaube, die Automaten machen leider laufen jetzt leer. Weil. Also die Sachen, die hier drinne sind, die bleiben drinne in den Ja, Schränken. aber es wird hier wird kein Iridium mehr eingelagert hier. Und Und auch kein keins. Uran mehr, weil die sind voll. Ja. Und Iridium, der eine ist fast voll. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal. Ich mache jetzt mal welche raus und pack die mal in die Rakete rein, damit wir hier wieder ein bisschen Platz kriegen. Ja, deswegen kommt Uran nicht hinterher, oder was? Nee, Iridium ist es jetzt. Iridium und Uran, Iridium. beides sind voll. Okay, Mit da. Stäbe? Mit Stäben, ja. Aber wir wollten doch gar nicht Stäbe hier drin haben. Ja. Wir haben doch hier die Stäbe rausgemacht. Die sind Aber es. voll. Ja, aber wir haben hier die Stäbe, dass sie jeder Stäben verlangen, haben wir rausgemacht. Ach, die. Ah, waren aber noch von vorher voll. Ja. Ah. Hat Manuel ihr Schießpulver verteidigt? Ja. Ja, Nein. hat sie. Nee, ja. Der hat den Mein Phaser Schießpulver. gezogen. Ich habe kein Schießpulver mehr. Vielleicht war es noch zwei oder so. Warte, ich muss gucken. Und die zwei vor allen Dingen brauche ich. Ich will das Ding da Ja, ich für. mach nichts. Ich nehme dir nichts mehr weg. Keine Angst. Zwei Du Stück habe ich musst drin. nicht. Zwei. Sorry, Mann, ich habe dir einen Spitz. Sorry. Was hast du? Hab mir einen Stippitz, sorry. Leider, du warst es nicht. Ich habe eins rausgenommen vorhin. Aber Ja, ich nein, war's. aber ich rede nicht von dir. Okay. Die ist böse auf mich, wie immer. Eins, zwei, drei, fünf, fünf. Drei, Guck jetzt mal die hintere Ei, weil sonst drei, kriege ich hier nämlich einen drei, Anfall. vier. Wo klickt man denn hier hin? Das ist doch echt nervig. Hab ich doch. Ich habe Nee, vor du euch hast auf eins. alles gemacht, das macht man nicht. Das macht man nicht. Warum nicht? Nein. Das ist Ah. schnell und effizient. Ja, ich bin auch effizient. Ist die Rakete mit diesem Luftdruckding eigentlich schon wieder zurück? Nee, ne? Ja, Eine die ist steht gerade da. zurückgekommen. Ach so. Die steht da, du müsstest mal hinlaufen, sonst geht die immer wieder mit hoch. Bringen Sie denn mit, Manu? Ja. Da ist ein hochwertiges Essen drin. Wo kommt das jetzt her? Ja. Hochwertiges Essen wird reingeliefert, das ist Ja. okay. Oh, ist die Rakete schon wieder weg? Nein. Ich sehe keine Rakete mehr. Hier steht, vor mir steht eine. Nein, die sind für mich sind sie nicht vorhanden. Okay. Mama, du hast richtig Probleme. Habt ihr das mit Absicht, dass die nicht von alleine starten? Doch, Nein, ich nur hab. die eine, die nicht Was? von alleine startet. Okay. Weil wir da mal Bestellungen reingemacht haben. Okay. Ah ja, genau, wie war das? Und ich habe die Bestellung für Manu habe ich mitgebracht. Ja. Für mich ist keine Rakete da. Das Die darf ja wohl nicht wahr kannst sein. du Ja, du hast mir. halt richtig Probleme, ne? Ja. Die kannst du mir Hans-Rakete rein kehrt zurück theoretisch auch. in Ja, warte 500 mal, ich hole die Sekunden. wieder raus. Super. Wohin soll ich sie dir tun, Mann? Hier ruhig rein, wenn du willst. Ich stehe hier nicht direkt an. Ja, dann nehme ich die mit. Ey. Guten Abend, Stirnacken. Stirnacken Abend. Kein Name. Was für ein Durcheinander bei euch. Topname. Gut, dass ich das Game Ah. Single spiele. Ja. Aber so durcheinander sind wir gar nicht. Was waren die Weizen? Wieso ist das denn ein Durcheinander? Das ist alles geregelt. Geregelt, ungeregelt. Wir haben hier ein wunderschönes Lager. Ne, wir haben ein wunderschönes Büro. Wir haben eine fast wunderschöne Küche. Auch das.
Stehe ich schon wieder. Obwohl, könnte... außer Lavi, die kocht auf dem Flur. Das ist auch nicht schlecht. Ja, hier ist unser wunderschönes Lager. Hier haben wir jetzt ein bisschen mal hier Satisfactory gemacht. So a little bit. Ja, du kannst mir ja mal erzählen, wo haben wir diese ganzen außergewöhnlichen Pflanzen, also die. Frag Miri. Weiß ich gerade nicht. Ich stehe echt auf dem. Ich bin froh, dass Miri jetzt da ist. Außergewöhnlichen Pflanzen. Ja, wo sind die? Unten oder oben? Oben, ne? Nein, oben. Die sind oben. Die haben extra einen Schränke in deinem Labor. Ja. Guck mal, die weiß ja nicht mal, was in ihrem Labor steht. So, und guck mal, hier oben, es ist alles sortiert so durcheinander. Ist das gar nicht. Hast du Bäume und hier hast du die Blumen. Hier hat sie ein Labor, guck mal, hier ist ein Labor. Blumen und hier hast du die Bäume, genau. Hier hat sie diverses, ne? Und Schwarzpulver, was man nicht anfassen darf. Hier ist Dünger, was man nicht anfassen darf. Ne? Und hier hat sie ihre Eier, ihre ganzen Planktons, hier hat sie ihre ganzen Mutagene, ist alles in Ordnung. Hier hinten sind die... Oh, ich glaube, Manu braucht eine zweite Kiste. Meinst du Blumensamen, Stirnacken? Weil die Wollnusspflanze und was die... Was für Samen habt ihr denn? Wir haben fast alles an Samen, was? Wir haben alle. Wir haben alle Samen, siehst du. Ja. Alle 14... Soll die Rakete nicht schneller sein mit den ich hatte nur eine Beschleunigungsdingern hier? Ja, ich hatte aber nur eine Fuse dafür. Deswegen, hier steht nur das, nur eine drin, so eine Verdoppelungsding. Ja, ja. So, Manu, du kriegst noch mal einen Schrank für genetisches Material, würde ich sagen. Ja, ja, die, ja, das ist, die, ja, und die, aber eigentlich das sind alle vier zu Kürbis. So, hier haben wir schon unser erstes Tier. Auberginen müsstest du auch haben, ne? Die haben gutes Futter. Wenn unsere Drohnen mal hinterherkommen würden. Oder kommt meine Futterproduktion nicht hinterher? Ja, du bekommst noch Weizen. Futterproduktion läuft. Das ist aber, wenn ich dir das jetzt sage, spoilere ich dich. Das ist ja auch doof, ne? Oder willst du wissen, wo du das herbekommst? Ich habe nur die Kürbisse. Die anderen zeige ich dir, wo du das andere Bohnen und Weizen herkriegst, zeige ich dir gleich. Ja. Aber hier siehst du mal eine automatische Futterproduktion, wo Futter Nummer 2 hergestellt wird. All die Dinge brauchst du dafür. Ach, langer Prozess. Solltest du auf dem YouTube-Kanal von Andrina Games, kannst du das sehen, wie die Futterproduktion, wie ich die gebaut und eingestellt habe. Wann kommt die wieder her? 195. Und die? Macht ewig. Ich habe das Gefühl, die braucht jetzt länger als vorher. 158. Und die? 164. Sag mal. So, bin gespannt, wie lange es dauert, bis es wieder WW heißt. Die hier kommt als erstes runter. WW? Ja, Manu schreibt Manu die ganze Zeit. Manu schreibt WW auf die Schränke. Ja. So, und dann haben wir hier viele, viele wunderschöne bunte Frösche. Alle. Das sind jetzt alle hier, oder nicht, Manu? Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich bis auf den letzten alle sind, aber ich sag jetzt mal so. Also alle möglichen. Ne? Von Gelb, Gold, Schwarz, Grün, Blau, alles Rote, Lava. Hier sind auch noch ein paar. Dann haben wir hier viele wunderschöne Schmetterlinge, ne? Ich kann ja mal ganz kurz... Warte mal, wann kommt denn die Rakete? Lavi, wann kommt die Rakete? 114 Sekunden. 160. Ah. Lavi, du musst dich mal updaten. Wieso? Du brauchst mal ein Update, du läufst so langsam. 102. Was? 102. Hier steht 44. Okay. Vielleicht ist das noch der Grund, warum ich die eine Rakete gar nicht gesehen habe. Das stimmt. Ja, das könnte sein. Du musst dich updaten, so geht das nicht. Miri, hast mal einen USB-Stick, können wir Mama mal hinten in ihren Helm schieben. Ich werde mir jetzt gleich ein Portal öffnen und dann irgendwo hingehen. Was heißt hier 44? Bei mir sind es 72. Ah. Hier sind es bei mir 111 Sekunden. Sie kommt in 11 Sekunden.
Die musst du kaufen, Stiernacken. Bei mir sind 60. Da kommt sie, 171. Die kommt jetzt runter, die da. Also da kommst du so nicht dran. Und die Bohnen. Nur die weißen und die Kakaobohnen hast du nicht. Ja, Weizen meinst du? Ja, warte. Zeige ich dir. Deswegen warte ich ja hier. Diesen wunderschönen, nämlich wunderschönen Handelsraketen. Warte ich einmal ganz kurz hier ran. Wo haben wir einen Versatz? So. Ja. Also hier kann man zum Beispiel die Kakaobohnen kaufen. Was mit Versatz? Und die Weizensamen kaufen. Hier kannst du Bäume kaufen, die du hier nicht findest. Oder auch hier Produktionsfuse. Baumanzüge, wenn du jetzt Wohnmobile und so weiter. Wir haben jetzt hier nicht mehr so viel drin, weil wir schon einiges gekauft haben. Aber hier kriegst du die Kakao- und Weizensamen. Wenn du Kakao- und Weizensamen hast, dann kannst du auch Kekse machen. Ja, Croissants auch, also alles Mögliche. Die steht schon da, Miri. Bei mir ist da nichts. Bei mir auch nicht, sag ich doch. Da stehen, drei Stück stehen jetzt hier. Ach, klasse. Ich freue mich richtig. Also das ich pack meine Iridiumstäbe wieder weg. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich glaube, das hat mit dieser Fuse zu tun, die ich da hingestellt habe. Doch, das hat mit diesem Spiel zu tun, das mir einfach dauernd abstürzt. Miriam, ich bin schon dreimal rausgeflogen. Ja, heute war schlimm. Aber ich bin auch schon einmal abgekackt, davon mal abgesehen. Also... Aber was ich noch mal zeigen wollte, aber das, wir haben ein Museum schon. Da kann man halt sehen. Ja gut, dann werde ich meine Stäbe, die ich im Inventar habe, auch wieder wegtun. Ja. Da kann man sehen, dass wir... Was die Einlagerkiste, da werden sie abtransportiert. Was wir an Schmetterlingen haben und die Froschsorten. Also hier stehen noch nicht alle, aber wir haben theoretisch alle. Dann haben wir hier alle Fischsorten gefunden. Anzüge fehlen noch. Miri, warum fehlt dir noch ein Anzug? Und ich fliege raus. Nein, nicht schon wieder. Doch. Warte, ich speichere. Warum fehlt da noch ein Anzug? Ich weiß es nicht, warum da einer fehlt. Diese Blumen haben wir. Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht, welcher da fehlt angeblich. Kannst versuchen, mich wieder einzuladen. Kommst du rein? Bin schon wieder drin. Bist du schon drin, ne? Ja. Oh, siehst du, geht auch so. Im Spiel meinst du, oder? Ja, im Spiel. Ich warte auf eine Einladung. Achso, warte. Davi, du hast das Spiel verlassen, steht bei mir. Ja. Ich bin ja gerade auch ein bisschen verbuggt. Du bist verbuggt, soll ich dich retten? Ja, Moment mal, ich muss das. Das ist einfach zu viel Zeug auf einem Platz. Das ja, ich glaube, könnte sein. Ich habe nämlich jetzt auch ein Problem. Ich habe gespeichert, also. Ja, es ist, glaube ich, das ist ganz schön viel auf einem Platz tatsächlich. Mhm. Aber es kann auch sein, dass mein Rechner diesen Spielstand einfach nicht mehr schafft, ne? Ach, steh schon wieder. Hallo? Bei der Handelsrakete kann man Frauen auch hochschießen. Ich habe versucht, Stiernacken. Ja, wir haben es versucht, durchs Portal zu gehen und dann zuzumachen. Ich bin jetzt praktisch irgendwie in der Map. Ich gehe mal raus. Ich muss hier rausgehen, sonst kommt da jetzt nicht mehr. Musst du mich nochmal einladen? Ja. Du hast nicht gesagt, dass du schon wieder im Spiel bist. Also ich sehe gar keine von den vier Raketen. Alle weg für mich. Das ist. Jetzt hast du eine Einladung. So. So. Zwei sind schon wieder weg. Wie weg? Ich keine einzige. Na, das ist ja super, dass ich an der gleichen Stelle wieder reinkomme ins Spiel. Dankeschön fürs Follow, Stiernacken. Dankeschön. Das ist aber jetzt schlecht.
Ich bin jetzt an der gleichen Stelle wieder ins Spiel reingekommen. Wo bist du denn überhaupt? Ja, da kannst du mir nicht helfen. Definitiv nicht. Du befindest dich schon wieder da, wo du nicht sein solltest, richtig? Ich bin außerhalb der Map. Der regulären Map. Ich bin irgendwo reingefallen. Und da kommst du jetzt nicht mehr raus. Gibt es nicht Help I'm Stuck oder sowas? Nee. Ob ich hier vielleicht. Hast du einen Teleporter bei dir? Nein. Vielleicht. Was ist denn das hier? Müssen wir das Spiel jetzt erstmal verlassen, alle? Ja, aber sie geht ja da wieder rein, das ist das Problem. So. Hat sie ja gerade gemacht, das ist ja. That is the problem. Abi. Bitte? Ich weiß es, wenn keine mehr da sind, dann sind keine mehr da. Müssten noch Leiterplatten sein. Ja, ja theoretisch. Ne? Leiterplatten bei Chips. Gibt es Leiterplatten? Sind da welche? Ja, da habe ich gerade eben noch Leiterplatten drin gesehen. Oh ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Mach nochmal 5 Dröhnchen, ne? Oh, das ruckelt aber. Alter Vater. Jetzt ich hab gerade ein Portal geöffnet. Ach, deswegen. Ja. Dann. Ich mach nochmal 5 Dröhnchen, ne? Puh, das ging aber schnell. Weiter draus. Miri, wir haben uns gedrückt davor, ins Portal zu gehen und Mama hat gesagt, sie möchte das gern machen. Habe das gehört beim Treppe hochlaufen. Hab schon. Spio hört. So, die nächsten 5 sind unterwegs. Ah, es sind ja, keine im Container. Raus, ne? Ja, aber wie, was willst du? Wie? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich auch nicht. Also, bevor du dann das Spiel abschießt. Ja, das sage ich Bescheid, ja. Möchte nicht 10 Kilometer in der Luft hängen. So. Wenn Manu stirbt, müsste sie doch eigentlich zum letzten betretenen Raum teleportiert werden. Ja, aber dann kriege ich mein ganzes Zeug nicht wieder. Und ich habe Dünger dabei, ich habe Dings dabei zum Pflanzen. Das ist ziemlich Wo kommen denn die 1000 Token her? Ich habe gerade eine Kiste gefunden. Ach so. Einer muss doch Geld verdienen. Mal bitte eine Einladung. Ja. Du musst trinken. Ja. Kann ich einladen und trinken. Ja, erst trinken, ne? Am besten. Eine Einladung ist. Hübsches Biom hier. So. L4 sollst du drücken? L4? Nein, denn. Was dann? Was passiert dann? Alt und F4 am besten, ne? Nein. Auf gar keinen Fall Alt F4. Nein. Ja, also ich bin definitiv. Also was soll ich drücken? F4. Ich würde das nicht. Ich nehme das. F4 ohne irgendwas ist in Ordnung. Ohne irgendwas. Nur F4. Was passiert dann? Nix. Fallstück. F4 Befreiung. F4 soll Befreiung sein. Das musst du vielleicht FN F4 machen, ne? Was muss ich machen, bitte? Ja. Du fliegst dann hoch, das stimmt. Ja, ich flieg aber nicht hoch. Vielleicht musst du FN und F4 gleichzeitig drücken. Also, weil die F-Tasten, ich weiß ja nicht, ob die bei dir in dem Moment belegt sind. FN habe ich gar nicht. Wo ist denn das? Gegebenenfalls mit WASD. F4 und WASD. Komm wieder nach Hause, für alle Fälle. Das Problem ist, dass ich, so wie es aussieht, mehr oder weniger in der Höhle bin oder sowas. Ja, aber wenn du jetzt stirbst, ist alles weg, richtig? Jo. Wie lange brauchst du denn noch zum Sterben?
Nein, sie ist nicht live. Nein, nein. Keine Antwort ist auch eine. Ich glaube, da war jetzt gerade der böse Blick. Jetzt guck mal, wie sie lacht. So, warte mal, ich muss mal. Bin praktisch definitiv über irgendwas. Weißt du, wo du wo ungefähr an welcher Stelle du durchgefallen bist? Warte mal, ich bin jetzt mal hier irgendwie. Jetzt alle gestreichelt, ich weiß. Also hier ist da definitiv Kartenende auf die Packe. Okay. Könnte sein, ich jetzt selber rausgetübelt habe. Das ist gut. Klingt gut. Eine Rakete ist ja klasse. Du möchtest auch wieder Befreiter spielen können auf Andreas Discord Channel. Kannst du dich im Kanal von Planet Crafter mit Tipps und Tricks der Community-Mitglieder versorgen oder selber hilfreich sein? Schau vorbei und werde Teil der Community. Würde jetzt nachher noch mal gucken Richtung. Upsa, wer bist du? Lavi. Warte mal, ich gehe mal zur Legierung. Ich will mal gucken, da waren ja hinten auch noch Plätze, wo wir. Wo ich nochmal nach Kisten gucke. Will nicht in Dings. Hallo! Hi! Ach, deswegen wird es nicht abtransportiert, weil Schwefel voll ist. Schwefel bei mir auch voll? Guck mal, bei drüben hat er die nicht mehr abgetransportiert beim Schwefel. Ich gucke, ich eile, ich fliege. Was ist denn hier dieser Kackausgang? Ah, da drüben. Nee. Nicht so. Hä? Ja. Jetzt ist voll. Gleich ein Anfall. So, ich bin Warum raus. Bin ich hier hingeflogen? Oh, Gott sei Dank. Warum bin ich hier hingeflogen? Es ist echt nicht normal. Wo kann man denn hinfliegen? Ach, du bist bei der Superlegierung oder was? Ja, sonst gehe ich nochmal bei Schiff am Strand und guck da nochmal. Weil irgendwo muss ja, jetzt müssen wir ja nochmal gucken wegen dieser Dings. Ja. Im Lava-Gebiet habt ihr jetzt nicht richtig geguckt. Ne? Lava haben wir nicht abgecheckt, nein. Oh, ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Ein Wächterschlüssel. Oh ja, cool. Lava-Gebiet habe ich hier, haben wir jetzt nicht nochmal, also da. Aber da bin ich ganz ehrlich, da traue ich mich auch nicht. Krieg ich mal heiße Füße. Okay. Also dann gehe ich nochmal durch das Portal. Ja, aber nicht verlaufen, ne? Nicht verlaufen, aber das Schiff ist sichtbar. Ja, im Schiff. Das werden wir dann sehen. Sonst heißt es, wie Lavi möchte aus dem Bällebad. Genau. Ah, aber den abgebaut. Lava? Ja. Vulkan heißt der. Nein, Vulkan ist der andere. Vulkan ist der Krater, oder? Okay, warum heißt der in der Lava Vulkan? Eigentlich müsste der Vulkankrater sein. Ja klar, der Krater ist ja dieses Riesending, dieser ja. große Krater mit dem ja, Wasser. Ja, ja, genau. Und der Vulkan ist das Lava-Gebiet. Ja, genau. Okay. Eins, zwei. Ja. Ihr habt ja auch schon wirklich alle Leiche abgesammelt, ne? Ja, eigentlich, ich denke auch. Das meiste sollte, ne? Wo? Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir. Ja, ich guck ja noch, ob ich.
Manchmal haben wir ja das Gefühl, dass die Kisten noch mal spawnen, ne? Glaube ich aber irgendwie nicht. Nee. Weil ich denke mir immer, hier bin ich doch gerade lang geflogen. Warum ist da jetzt auf dem Rückweg eine Kiste? Ne? Ja, ja, das ist tatsächlich das. Ui, Lavi! Das spiele ich mit dem. Also haben wir das Geld ja schon fast wieder rein, was wir heute ausgegeben haben. So, ich mal rein.